Es war ein langes, langes, langes Wochenende für uns beim Truck Grand Prix auf dem Nürburgring. Aber das hat fast schon Tradition, denn man reist mittwochs an, hat donnerstags schon Pressefahrten, freitags freie Trainings und natürlich samstags und sonntags 4 Rennläufe, so wie immer. Daneben gibt es aber eben auch sehr, sehr viel zu tun. So hatte allein Tankpool 600 Gäste hier vor Ort. Deswegen ist das ein gutes Bild, um das Wochenende wiederzugeben. Denn wir sind zwischen VIP-Shuttle und Rennauto hin und her gehechtet, mehr oder weniger. Auch Meritor und Imperio hatten ihre eigenen Gäste hier, hatten ihre eigenen kleinen Veranstaltungen. Also man war eigentlich immer unterwegs, auch als Fahrerin, nicht nur mit den Rennen beschäftigt, sondern mit dem Ganzen drumherum, was es bei so einer Großveranstaltung mit 150.000 Zuschauern so zu erledigen gibt. Zu erledigen gab es aber eben auch 4 Rennen und da lief es für mich am Samstag sehr durchwachsen, sagen wir mal so, mit einem 20. und einem 17. Platz von 25 Startern. Aber heute hatten wir dann ein sehr versöhnliches Ende, denn nach dem ersten Rennen, in dem ich noch ausgefallen bin, da ist mir ein Konkurrent auf die Hinterachse gefahren, was für ihn eine Strafe bedeutet hat und für mich das Ende des Rennens, gab es von hinten gestartet einen 12. Platz im 2. Rennen. Und das konnte natürlich auch nur zustande kommen, weil die sich alle gnadenlos in die Kisten gefahren sind. Es gab also viel, viel Schrott und ich habe wirklich Mr. T fast ohne Kratzer nach Hause gebracht. Das will schon was heißen. Mein Teamkollege Dominik Orsini hat unsere Ex Clara, also das davor MB Motorsport Besitz befindliche Rennautochen, leicht beschädigt zurückgebracht, so wie viele, viele andere im Fahrerlager auch. Deswegen ist es gut, dass es jetzt eine längere Pause gibt für alle Beteiligten, um ein bisschen die Trucks zu pflegen und wieder auf einen Top-Zustand zurückzubringen. Wir bräuchten die eigentlich nicht, aber trotzdem fahren wir in Smolensk nicht. Das ist eine Pause für uns, eine sogenannte Joker-Veranstaltung, bei der wir aussetzen und greifen in Most wieder an Ende August. Für mich geht es allerdings Anfang August weiter bei der GORM German Offroad Masters, 24-Stunden-Rennen in Jenschwalde im Osten der Republik. Und da haben wir sogar eine Chance auf Gesamtsieg zu fahren mit einem Polaris Buggy, also Daumen drücken und bis dahin.